Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Herr Sox, wir haben sozusagen die Vorbereitung zum Corporate Learning Camp gerade schon laufen und in der Vorbereitung haben wir uns überlegt, was hat denn das Corporate Learning Camp mit dem Leonardo Award zu tun und wofür steht denn der Leonardo Award, dessen Vertreter Sie ja sind an dieser Stelle? Ja, vielen Dank, Herr Ittner, auch für die Möglichkeit, das hier so ein klein bisschen zu erläutern. Ja, der Leonardo heißt Leonardo European Corporate Learning Award und er hat so schon in seinem Namen das Corporate Learning mit drin, wie im Corporate Learning Camp, aber er adressiert ein paar Aspekte, die vielleicht bisher nicht so im Corporate Learning Camp adressiert worden sind. Den Leonardo, der wird vielleicht schon adressiert mit der Interdisziplinarität, der Ganzheitlichkeit, das Nachdenken, was eben verschiedene Quellen mitnutzt. Das European bedeutet eben, den Rahmen ein bisschen weiter zu spannen. Also nicht nur zu gucken, wie lernen wir hier in den Unternehmen, sondern was gibt es für ganz unterschiedliche Lernkulturen. Learning immer als Voraussetzung für Verstehen, also nicht nur als eine Methode, was sich anzueignen, sondern auch als Voraussetzung, um Dinge einzuschätzen, als Voraussetzung für Wissen. Und Award wird wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Stirnrunzeln hervorrufen, ach, jetzt kommt der 27. Preis daher. Aber es geht gerade nicht darum, wieder irgendeine Lernmethode, so wichtig sie auch sein mag, zu bepreisen, sondern zu sagen, wie gelingt es uns auch aus anderen Bereichen, nicht die reinen Lernprofessionals, in Dialog zu treten, Leute zu gewinnen, die bekannt sind und die einstehen für eine andere Verantwortungshaltung des Corporate Learnings. Und das möchte ich gerne auch adressieren auf diesem Camp. Ja, ich bin auf alle Fälle schon mal sehr gespannt, wie Sie, weil Sie ja gerade gesagt haben, vom Verstehen her, mir jetzt erklären, wie das Verhältnis ist eben von dem schon adressierten Corporate Learning hin zu Community Education und Social Innovation, denn da habe ich so Stichpunkte bei Ihnen auf der Webseite gefunden, aber ich war mir nicht ganz klar, was heißt das jetzt eigentlich, wie muss ich das mir vorstellen, wie verbindet sich das? Das Interessante ist, solche Leute wie zum Beispiel der Professor Hüter, der hat ein sehr spannendes Buch geschrieben, Kommunale Intelligenz. Und in dieser kommunalen Intelligenz adressiert er auch Community Education und kommt dahin. Und wir wissen ja alle, dass das ganze Lernsystem, was wir haben, wie die Schulsysteme aufeinander aufbauen, wie das universitäre System mit der beruflichen Bildung verknüpft ist, dass das alles voneinander abhängt. Da werden ja die Grundsteine gelegt, auch für dieses Verhältnis zueinander. Und was wir ja alle wissen, es gibt dann immer die große Diskussion, wie viel Praxiserfahrung muss rein in das Lernen? Wie bewährt sich unser duales System? Wie weit bewährt es sich nicht? Diese Spannungsverhältnisse aufzugreifen, bedeutet sowohl für die Kommune Verantwortung zu übernehmen, für die Community Verantwortung zu übernehmen und zu reflektieren, wie stärkt sich das? Welche Gemeinschaften gilt es zu bilden? Und was bedeutet das auch für die gesamte Lernkultur? Wie ist denn da Ihr Vorschlag, wie man das ein Stück weit näher zusammendenken kann, das Arbeiten und das Lernen? Weil wir hatten jetzt auch schon Professor Sauter vorletzte Woche, der sagt, es geht eigentlich darum, diese Pole ein Stück weit aufzulösen und nicht unnötig Grenzen aufzuziehen, weil es ist doch eigentlich völlig logisch. Ich lerne dann am besten, wenn ich etwas anwenden kann und ich vertiefe das dann dadurch auch und dann löst sich sozusagen das etwas nur zu kennen oder er nennt das zu wissen auf, indem ich in ein Handeln komme. Vielleicht kann das so ein bisschen dieser Schlag sein zu der neuen Lernkultur. Wie würden Sie sich das vorstellen? Das ist richtig. Wichtig scheint mir aber wirklich auch der Punkt zu sein, wer eigentlich mit wem diskutiert. Also wenn Sie sich angucken, der Leonardo ist so ein bisschen entstanden auch in dem Kontext der Finanzkrise, der Subprime-Krise. Wenn Sie sich angucken, wie dort in der Zeit ein Umschwung stattgefunden hat in vielen Unternehmen, wo geguckt wurde, dass wirklich möglichst die besten Absolventen, die besten Abschlüsse herangezogen worden sind in die Unternehmen, das einschätzende Lernen, das Miteinanderlernen war kein Thema. Der Leonardo
adressiert sehr stark die Treasures Within, die von der UNESCO sehr stark herausgehoben worden sind als die vier Säulen des Lernens. Bildung im 21. Jahrhundert. Und da wird davon geredet, von Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together, Learning to Be. Das heißt, bei der Lernkultur geht es darum, das, was seinerzeit Jacques Delors als erster Leonardo-Preisträger herausgestellt hat, dieses Learning to Do, das berufliche Lernen, das Lernen für das Handeln, einzubetten, aber auch in das Learning to Live Together und das Learning to Be. Das Learning to Be bedeutet im Grunde die eigene Lebensgestaltung. Das Learning to Live Together bedeutet sowohl das Zusammenleben im Unternehmen, die gemeinschaftliche Arbeit, aber auch das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Und wenn man sich fragt, wo gibt es hier Impulse, dann muss man sich auch vorstellen, dass im Augenblick zum Beispiel jetzt auf Weltmaßstab deutsche Unternehmen fast eine Großstadt in China mit aufbauen, mit 100.000 Einwohnern dort diese Modellstadt aufbauen nach deutschen Bildungsrichtlinien zum Teil. Da wird eine Universität aufgebaut, die gemeinschaftlich das auf den Weg bringt. Delegationen waren unterwegs, wo die Gewerkschaften eingebunden sind, wo das deutsche duale System da adressiert wird. Man mag sich jetzt über die Sinnhaftigkeit von solchen Dingen unterhalten. Aber ich finde, es ist wichtig, sich das mal zu Gemüte zu führen und das dann auch zu vergleichen, wieder mit anderen Vergleichen, wie zum Beispiel PISA, wo wir gelernt haben, auch in dem berühmten Film Alphabet, in der Dokumentation und wo jetzt gerade diese Tage berichtet worden sind, dass zum Beispiel in China viele top sind, sehr gut abschneiden, aber gleichzeitig dann auch viele sehr unglücklich sind, weil sich das so zuspitzt auf reines Lernen dafür, einen Job zu bekommen. Und diese Spannungsverhältnisse von auch einer gemeinsamen Gesellschaftskultur, die auch die Lernkultur beeinflusst, und die ins Verhältnis zu setzen, was tun wir eigentlich im Unternehmen, was tun wir in der Gesellschaft und wie spielen diese Seiten miteinander zusammen. Das ist, glaube ich, der Großteil der Herausforderung. Ich fand den Einstieg Ihrer Frage, wer spricht mit wem, nochmal sehr spannend, weil wir haben ja ein Stück weit ähnliche Wurzeln. Wir beide sind verbunden mit dem Thema Wissensbilanz, Sie noch sehr viel stärker mit dem New Club of Paris und sozusagen auch als deutscher Botschafter. So möchte ich Sie aus der Rolle auch nochmal herausfragen, wie schätzen Sie denn diese deutsche Diskussion um die neue Lernkultur, die ja anscheinend auch nach China exportiert wird, als Exportschlager ein, wo wir hier immer über Ermöglichungsdidaktiken sprechen, darüber, dass wir ein Leben lang lernen sollen, darüber, dass es neben Kompetenzen noch etwas gibt, was den alten Bildungsbegriff stärken möchte, also sozusagen nicht nur den Arbeiter, sondern den Bürger, den entscheidungsfähigen, das entscheidungsfähige Mitglied einer Gesellschaft. Und wenn Sie uns da mal so einen Einblick geben können, wie ist denn die Diskussion außerhalb von Deutschland oder das Verhältnis zur Diskussion in Deutschland? Also ich habe es erlebt in verschiedenen Projekten. Da gibt es das AXI-Projekt, das ist das Aaltokamp for Societal Innovation. Das wurde in Finnland durchgeführt mit vielen Projekten, wo quasi die Experten einbezogen worden sind von verschiedenen Ländern, die eingeladen worden sind, Projekte, die vorgeschlagen wurden, fast ähnlich wie hier beim Camp, natürlich mit einem gewissen Vorlauf, die man dann gemeinsam gelöst hat. Das wird dort gefasst nicht unter Social Innovation, sondern unter Societal Innovation, also eigentlich gesellschaftliche Innovationen, was wir ja hier auch kennen. Es geht aber auch, und das würde ich da gerne einschränken, das Beispiel eben mit China war gar nicht so sehr, muss jetzt das deutsche Bildungssystem ein Exportschlager sein, sondern umgekehrt sich die Überlegung zu machen, wie ist eigentlich überhaupt das mal in unsere Köpfe stärker reinzukriegen, wie ist eigentlich das Verhältnis von gesellschaftlicher Verantwortung und individueller Verantwortung, von struktureller Verantwortungslosigkeit und individueller Verantwortungslosigkeit. Bei der Subprime-Krise, das waren ja die Leute, wenn ich dann sage, ja, ich muss hier mehr Bildung haben, ich muss mehr Geld haben dafür, dann fragt sich ja immer, das ist doch keine neutrale Geschichte, ne? Also Wissen
ist verbunden, gerade wenn es handlungsrelevant wird, ist auch verbunden mit Werten, für die man steht. Aber die müssen ausgehandelt werden. Deswegen bin ich auch immer so ein klein bisschen reserviert bei diesen ganzen Selbstorganisationsthemenstellungen, wenn sie sich verselbstständigen. Ne? Also wenn sie so quasi sich zuspitzen als eine Verabsolutierung. Weil wir können ja gar nicht anders handeln, als zum Beispiel hier bei uns jetzt im Dialog miteinander, wo wir versuchen, uns gemeinsame Rahmen zu setzen, ob jetzt im kleinen Bereich oder im größeren Bereich, und zu versuchen, uns wechselseitig zu verstehen in unseren Anliegen und worum es geht. Ne? Und da habe ich eben sowohl den Gegensatz auch von Unternehmen und Individuum. Es kann auch eine Harmonie sein. Also bei Lernkultur würde ich dann sagen, wir haben zum Beispiel, versuchen wir ein Narrative zu entwickeln, auch beim Leonardo, und schalten ihm eine Agora vor, wo wirklich engagierte Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen und Fragestellungen diskutieren, wie zum Beispiel, who needs employment? Also wer braucht eigentlich Beschäftigung? Bewusst mit einem zynischen Unterton. Impact on Learning. Also, dass man fragt, ja, braucht es denn heute noch die klassische Beschäftigung? Ne? Und umgekehrt, deswegen meinte ich diesen zynischen Unterton, wir sind angewiesen oder die meisten Menschen sind angewiesen darauf, Beschäftigung zu haben. Was heißt das? Ne? Und wenn ich dann Fragestellungen habe, wie organisiert sich Arbeit oder wie habe ich einen gesellschaftlichen Wandel? Allein nehmen Sie die Autoindustrie. Die Autoindustrie soll jetzt auf Elektroautos umstellen. Das bedeutet einen kompletten Wandel auch in den Anforderungen an Skills. Ne? Dann müssen eben andere Motoren gebaut werden, aber auch gleichzeitig eine gesamtgesellschaftliche Infrastruktur. Ne? Und die Dinge, Sie haben das mit der Wissensbilanz angesprochen, die Dinge, die stehen ja überhaupt nicht in der Balance, wenn gleichzeitig zum Beispiel BMW ein paar Milliarden in die Hand nimmt zur Entwicklung von dem i3 und gleichzeitig Siemens die Produktion von Ladestellen einstellt. Und das ist eine gesellschaftliche Fragestellung. Da kann dann eine Bundesregierung herkommen und sagen, hallo, wir brauchen so und so viele Millionen Elektroautos. Na, und dann haben wir nachher ein paar Tausend. Ich würde an der Stelle gerne mal einhaken, denn was ich jetzt verstanden habe, ist, dass wir zumindest zu einem Großteil diese Diskussion um die neue Lernkultur eine Ebene nach oben heben müssten, weg davon zu sagen, was sind pädagogische Konzepte, sondern nochmal diese Grundfrage zu stellen, was ist denn unser großes Narrativ im Moment, was ist denn unsere Idee, was ist denn das, was wir, ich sag mal, auch gesellschaftlich wollen und uns wünschen und wie passt dann sozusagen Lernen dazu? Mir kommt da jetzt in den Sinn, das hatte ich mit Lutz vor kurzem, das Video, Bernd Schmidt und Tomáš Sedláček, der tschechische Ökonom, we need a new narrative of economics, was eben nicht mehr sich an Konsum orientiert und nicht mehr daran, immer mehr zu haben, sondern andere Dimensionen wie Zufriedenheiten oder eben die Frage, wie habe ich Zeit für meine Kinder, um sozusagen diesen ethisch Gedanken, dieses Verselbstständigende, sich immer mehr haben zu müssen, wieder in den Griff zu kriegen. Genau, findet ja gerade aktuell statt, die Degrowth-Konferenz in Leipzig ist die, glaube ich, gerade. Da diskutieren 2.500 Leute darüber, ob Wachstum irgendwie ein Wert an sich ist. Ne? Also, es ist ja auch gerade eine Infragestellung davon. Sie haben völlig recht, vor allen Dingen braucht es eine andere Art von Einbindung. Und um auf den Anfangspunkt zurückzukommen, worauf hat es der Leonardo abgesehen? Leonardo will auch den Dialog befördern, zumindest es mal adressieren, Impulse setzen, dass die Spezialisten der verschiedenen Bereiche nicht unter sich bleiben, nicht auf ihren Konferenzen verweilen, sondern dass es ein öffentliches Thema wird. Deswegen hatte ich von Award gesprochen im Sinne von Persönlichkeiten wie ein Jacques Delors, Persönlichkeiten wie ein Hasso Plattner, Persönlichkeiten aber auch wie ein Sugata Mitra, der für eine ganz andere Schiene steht, eben mit dem Hole-in-the-Wall-Projekt, wo er da die Arbeit mit den indischen Kindern gemacht hat, aber auch mit Annie's Cloud Großmütter aus Großbritannien da eingebunden hat. Ne? Also da merkt man auch, dass die Art von Lernkulturen, die Sie angesprochen haben, sehr, sehr unterschiedlich kombinierbar sind. Und diese Ebene auch der gesellschaftlichen Verantwortung dort mit einzubringen, das ist das Anliegen.
Ich würde jetzt gern sozusagen dieses Anliegen noch mal ein Stück weit zuschneiden, auch auf das Corporate Learning Camp, mit der Frage Impulse, zumindest für die Learning Professionals. Wir diskutieren im Institut oft darüber, dass Personalentwickler und OE-Entwickler auch verstehen müssen, wie schaffen sie die Transformation dieser Kultur in ihrer eigenen Organisation. Also einfach das auch mal mitzudenken und zumindest diesen Ebenensprung in einem begrenzten Rahmen schon mal zu schaffen, also für das eigene Arbeitsumfeld. Wenn wir jetzt auf das Corporate Learning Camp genauer schauen, welche Impulse haben Sie für die Learning Professionals, aber auch für die Wissenschaftler aus dem Bildungsbereich, die dort kommen werden, oder Interessierte? Vielleicht kommt ja der eine oder andere Politiker auch noch dazu. Ja, das ist schon wahr, das ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, also mir ist ein Anliegen, ich nenne das manchmal so ein bisschen die Fragestellung Steuerung vom Rücksitz aus. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, ich bin selber ja lange Zeit auch Leiter einer sehr großen Bildungsabteilung im Unternehmen gewesen und habe gemerkt, man hat auf der einen Seite großen Einfluss, auf der anderen Seite keinen. Es ist eine Gratwanderung zwischen Allmacht und Ohnmacht. Und diese Dialektik von Allmacht und Ohnmacht, die würde ich gerne adressieren. Also die eigene Insignifikanz, die aber nicht dazu führen darf, den Kopf in den Sand zu stellen. Wir haben ja gesehen, mit dem Leonardo haben wir viele mobilisieren können, obwohl wir sagen, wir bilden uns nicht ein, die Welt zu retten. Da gibt es ja den schönen Spruch, ich werde die Welt retten, sobald es eine App dafür gibt. Wir haben die App nicht. Und trotzdem heißt es nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Und diese Dialektik von Allmacht und Ohnmacht beim Corporate Learning, und damit ist auch die Machtfrage gestellt, deswegen auch Persönlichkeiten aus anderen Bereichen. Das Verhältnis von Allmacht und Ohnmacht für das Corporate Learning mit anderen zu diskutieren, zu gucken, leuchtet das ein, auch mit der strukturellen Verantwortungslosigkeit, die ja auch eben dazu führt, dass man versuchen kann, andere Strukturen einzuführen mit der Hilfe von anderen und damit auch wiederum die Lernkultur zu ändern. Wie kommt dieser Gedanke an? Was kann ich davon mitnehmen, auch selber mitnehmen, von dem, wie die Reaktionen sind? Welche Chancen haben wir? Nicht nur ich, sondern welche Chancen haben diejenigen, die vor Ort arbeiten, auch Dinge zu verändern und das aber auch im Bewusstsein, dass sie nicht nur für ihr Unternehmen Verantwortung tragen, sondern auch für die Gesellschaft. Also ich nehme jetzt auf alle Fälle drei Dinge mit, die ich anscheinend in Ihrer Session dann erwarten kann und die mich schon mal sehr, sehr ansprechen. Wie gehe ich mit meiner eigenen Ohnmacht um und sozusagen die Allmacht des Systems, das dahinter steckt? Zum anderen die Frage, wie hebe ich denn sozusagen die Diskussion aus dem rein pädagogischen auf eine Ebene höher, sei es jetzt auf die strategische Ebene des Unternehmens oder auf die politische Ebene hier in Deutschland. Und als drittes, ein bisschen die philosophische Frage, wo ist denn mein neues Narrativ? Was brauche ich denn, um mich wohlzufühlen? Und da freue ich mich sehr drauf und bin gespannt, wenn wir uns persönlich treffen in Frankfurt. Das macht mir großen Spaß, freue ich mich auch. Bedanke mich sehr.